Grüezi. Es gibt heute ein Sonderadventsläuter. Mit eigentlich allen Glocken. Wenn wir im Hauptgebiet dabei sind. Das heisst, durch die ganze Leuttorne, unter der Woche, über vier Tage, über die Adventsläute, über die Hochzeit und über die Beerdigungsläute. Ja. Wenn er etwas spenden kann, das jetzt grinsen, das spart so einige. Ja. Weiss eine Frau, wegen dem neuen Stuhl, der Glöckner wird uns bekämen. Grinsen. So, lassen wir mal los. Gut. Liegt, wie ich es immer mache. Nachher Freitagmorgen. Ui. Freitagabend. Super. Wie wollen wir das jetzt machen? Super, machen wir das halt so. Samstagmorgen. Super. Ich kann abwechseln, denke ich. Am Fuss. Die beiden Damen da brauche ich jetzt nicht. Thank you.
die bleibt. Gehen wir auch da, was ich muss sehen. Samstagabend, Sonntag einläuten. Das wird eigentlich lustig. Sonntagmorgen, super. Eine Grabwechslung. Berühmt Bürgler Nachschlag. So, Sonntagabend. Da würde eigentlich Magdalena und Gloriosa läuten. Das habe ich ein bisschen umprogrammiert. Das sollte eigentlich nachher die drei grossen Leute, Magdalena, Susanne, Gloriosa. Also weil sie stehen, das ist einfach so der Klappelanschlag. Das ist der Liebe so. So, dann tun wir das mal da heute. Nachher kommt ein Geburtstag. Dann wird eigentlich noch die. Ohne. Dann ja, das kommt gar nicht. Also, bin auf die Steigsglocke, Leute. Speziose, da habe ich Jonas Glocke. Da habe ich Petrosa vergessen. Maria und Magdalena. Also, außer wenn du unbedingt selber wünschst. Bei mir Leute übrigens alle sieben Grossen. Das ist schon vom Video mein grösstes Plenum.
Also ich habe nicht im Oktober Geburtstag, sondern im Februar. Also dann habe ich eine Sonderleute gemacht, weil das eigentlich sonst noch mal bei hohen Festtagen klingt. So, zum Lied. Bei mir Plenum an Feiertagen mit die Dame. Das haben wir noch. Vorabend läuten die drei. Dann wird's lustig. An hohen Feiertagen erklingt zur vollen Stunde um 11 Uhr oder um 17 Uhr die Gloriosa während 6 Minuten Solo. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe noch etwas von 10 Minuten oder so. Nein, Heiligabend wäre das. Vielleicht ist ein normaler Festtag geläutet, zur vollen Stunde 6 Minuten lang die Damen. Nachher, 25 Minuten später oder 24 Minuten später, je nachdem, Leute, also Speziosa bis Gloriosa, also ohne Michael. Nachher haben wir noch an den vier Adventen Leute, die Susanne eigentlich als Planer gewesen, solo gleich Zeit und Länge, also das ist nicht stattgefunden. An Heiligabend läutet die Susanne und die Gloriosa als Duett zur vollen Stunde 10 Minuten lang. Um halb Plenum mit den sieben großen Glocken 15 Minuten lang. Also das dann ungefähr so. Dann geht es auch schon. Dann haben wir eben noch das da. An Weihnachten, Plenum am Morgen und Abend.
am Silvesterabend um 23.50 Uhr läuten, nach Litonik, der Rosa Maria Susan. Das habe ich abgeändert und da läutet doch wieder einmal die gute alte Michael mit. Nachher um 00 schlägt Claudio so schlägt, das muss ich jetzt nicht machen. Nachher anschließend Plenum 10 Minuten. Weil das Zeug ist ja alles leitet in der Leutezeit Grins, außer Silvester. Und ich bin in einem Mehrfamilienhaus und da ist jetzt halt ein bisschen ausnahmsweise. Und dann noch 10 Minuten. Ja, die anderen Kilo nicht da einspeizen. Nachher, falls Sie noch etwas in die Leutordnung anpassen möchten, sagen Sie es bitte dem Glöckner Burgl 2001. Alles läutet in der Leutezeit, bla bla bla. Sie dürfen auch spenden für neue Klöppel, neue Glocken, Stühle und so weiter. Jede Spende zählt. Bitte ein grinsendes Sparschwein geben, danke. Seit 30.09. bis 30. September 2011. An den 4. und am 5. läuft er meistens das Lied durch. So. Nach Änderungen vorbehalten. Am Betttag läuten Speziosa, Danielus Glocke, Petrosa, Magdalena, Susanne, am Reformationstag nochmal zu vernehmen. Nachher. Unter der Woche läuten zu kleinen Feiertagen wie Geburtstagen von Kindern, Spezifest zum Beispiel und sonst kleinere festliche Aktivitäten läuten Maria, Susanne, Gloriosa. Nehmen wir noch Beerdigungs- und Hochzeitsglied. Hochzeitsglück ist das da. Nachher Beerdigungsglück. Genau das Glück hat. Vor allem ungefähr vor einer halben Stunde, wo einem Verwandten von mir geblutet hat. Ja. Jetzt lasse ich mir noch einen Moment an der Gloriosa zu. Dann wünsche ich euch mal schöne Weihnachten.